So, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben den R6 am Start. Da wollte ich euch ja noch ein bisschen berichten, was das Fahrzeug so hat. Gewindefedern gehen wir heute drauf ein, auf die Räder, Felgen, Reifen. Und ja, ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Und ja, dann fangen wir direkt mal an. Soderle! Oh, eine 420er Scheibe. So, also, wir haben in dem Fahrzeug ein Fahrwerk verbaut, beziehungsweise es sind eigentlich nur Federn, es sind Gewindefedern, haben lange auf sich warten lassen. Tieferlegungsfahrwerke kannte ja jeder, normale Tieferlegungsfedern ja auch. Und da gab es ja das Gewindefahrwerk, wo ich ja dann das Fahrzeug individuell einstellen kann von der Höhe her, in Kombination irgendwann dann halt mit einstellbaren Dämpfern, mit Zug, Druckstufe und so weiter. Dann kam KW auf die Idee, Gewindefedern auf den Markt zu bringen. Ist eine tolle Idee, finde ich. Könnt ihr euch so vorstellen, ihr habt eine einstellbare Feder aus dem quasi aus dem Gewindefahrwerk und die Dämpfer bleiben original, kann ich euch hier mal zeigen. Ihr seht hier unten die Vorspannfeder und oben dann die Hauptfeder. Das ist einstellbar hier unten über den Verstellring und das Dämpfersystem bleibt dann original erhalten. Großer Vorteil, gerade bei solchen Fahrzeugen, die Dämpfer sind einstellbar. Das heißt, ich kann aussuchen, ob ich heute mal auf Komfort eine längere Strecke fahren will, schön gechillt. Oder ob man den Koffer halt mal fliegen lässt und man geht auf dynamisch und dann fängt das auch sogar alles an zu hoppeln. Bei mir halt Brust und Bauch. Ist eine tolle Idee. MTM hat die Gewindefedern verkauft und auch eingebaut. Aber wenn ihr halt seht, wie gesagt, das ist KW, was dahinter steckt mit den gelben Federn. Bin ich sehr zufrieden mit. Man kann zwar nicht mega tief fahren, ist die Frage, ob man das halt wirklich immer braucht. Der Einstellbereich ist eigentlich absolut ausreichend und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Preislich liegen wir bei so einem Kit, also rundherum logischerweise komplett, bei ja, 850 Euro war, glaube ich, so das günstigste, was ich gefunden hatte. Also jetzt nicht für so ein Fahrzeug. Geht dann halt los bis 1400 Euro, sowas in dem Dreh. Variiert immer so. Ne? Aber auf jeden Fall ist das eine tolle Sache. Ich fahre sehr gerne. Ich finde es eigentlich ganz gut. Und der Verstellbereich ist auch mehr als ausreichend für so ein Auto, weil man das ja auch wirklich mal im Alltag mal nutzen will und da jetzt nicht nur ultra tief fahren möchte. Gut. Dann gehen wir auf die Distanzscheiben ein. Wir haben 25er Scheiben verbaut. Sehen wir hier der Marke SCC. Es gibt zwei verschiedene Distanzscheibentypen. Es gibt einmal Typ A und Typ B. So werden sie häufig genannt. Hier haben wir Typ B verbaut. Das heißt, ich habe 4 bzw. 5 Radschrauben, je nachdem, ob ich ein 4- oder 5-Loch habe, wo dann diese Distanzscheibe an die Radnabe verschraubt wird und die Felge wird dann an die Distanzscheibe verbaut. Hat den Vorteil, dass die Schrauben nicht so lang werden, weil bei System A ist es so, dass die Radschrauben durch die Felge und die Distanzscheibe in die Radnabe verschraubt werden. Das heißt, ich habe dann irgendwann ziemlich lange Schrauben. Kleiner Nachteil. Meiner Meinung nach, ich kenne zumindest momentan noch nichts anderes, geht dieses System erst bei 20 mm los. Korrigiert mich, ihr könnt ja gerne mal in den Comment was reinschreiben, falls es was Schmaleres gibt. Aber die Schrauben brauchen ja auch einen gewissen Platz und ich kenne nur 20er Scheiben, wo dieses System halt losgeht. Gut, also 25 mm Scheiben. Dadurch ändert sich die
Einpresstiefe logischerweise, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was ich aber noch gerne nennen würde, ein wichtiges Thema, ist einmal der Zentrierring. Manche Leute fahren mit keinem oder mit einem falschen Zentrierring rum, also einer, der zu groß ist. Der Zentrierring ist sehr wichtig und auch der richtige ist sehr wichtig. Ich habe das schon öfters gehabt, dass die Kunden hier waren, haben falschen Zentrierring drauf mit einem falschen Steg bzw. die Phase. Die Phase ist sehr wichtig, da ihr hier einen unterschiedlichen Phasenwinkel haben könnt und die Tiefe der Phase. Das sah noch so weit weg aus. So, also wir versuchen es jetzt nochmal. Wir haben hier die Phase, zwei unterschiedliche Phasen und die Steghöhe. So, da gibt es halt 5, 6, 7 mm. Das ist sehr wichtig, damit sich der Zentrierring vernünftig in die Felge setzen kann. Sonst hat die Felge Luft. Ich zeige euch das hier mal an dem Rad. Ihr habt hier die Phase. Und diese Phase muss mit der Phase von dem Ring übereinstimmen. SCC verbaut Alu-Ringe und wie ihr seht, hat es hier kein Spiel. So. Ein kleiner Tipp, ich mache es immer ganz gerne so, dass ich die Distanzscheibe in die Felge lege, schiebe ein Papier dazwischen und versuche das Papier rauszuziehen, wenn ihr gegen die Distanzscheibe drückt. Wenn das geht, dann habt ihr Luft. Ihr kriegt es nicht mit, wenn ihr das Rad verschraubt, weil sich dann alles, also wir reden auch nur vom Mühbereich, ne? Weil sich dann alles leicht verzieht und es ist fest und das Rad wird kein Spiel haben. Ja? Ihr werdet es aber merken während der Fahrt irgendwann, ja? Und es wird sich irgendwann alles lockern. Von daher ganz wichtig, darauf achten. Dann schauen wir uns die Daten in der Felge mal ein bisschen genauer an. Wir haben, wie gesagt, hier eine ET45. Seht ihr, ist eingeschlagen. Bei BMW heißt es auch oft IS. Wie gesagt, das ist halt der Offset. Und dann steht natürlich noch die Größe der Felge drin, eine 10,5 x 21. Heißt für uns 21 Zoll. Ist der Durchmesser von der Felge. 10,5 Zoll ist die Breite. Und wie gesagt, der dritte Wert, die ET45, habt ihr ja gerade gesehen, ist die Millimeterangabe von Radmitte zur Radaufstandsfläche. Die ET45 bedeutet, dass wir 45 mm von der Felgenmitte aus nach innen transferieren, das Rad. Das heißt, umso höher die ET, umso weiter kommt das Rad nach innen. Gut. Dann gehen wir auf den Reifen ein. Verbaut haben wir hier einen 285/30 ZR21 100Y. Das heißt, dass wir eine Breite haben von 285 mm und haben bei einem 30er Querschnitt 30%. Ja, viele Leute denken noch, es ist Millimeter. 30% von den 285 ist dann die Höhe des Reifens. Und natürlich auch wieder 21, sonst hätten wir leichte Probleme mit der Passgenauigkeit auf der Felge. So, ganz wichtig, hatte ich auch schon leider einen Kunden gehabt, wo es so nicht funktioniert hat, die Tragfähigkeit und der Geschwindigkeitsindex. Die Tragfähigkeit 100 gibt euch letzten Endes den Wert an, den der Reifen tragen kann. Das wird dann multipliziert mal 2, weil meistens hat man ja auch 2 Räder auf der Vorderachse. Und das muss mehr sein wie die zulässige Vorderachslast, die ihr bei euch im Fahrzeugschein stehen habt. Blenden wir jetzt auch mal ein, wie ihr den Wert findet. Und das Y bedeutet, weil es hier aber auch nochmal zusätzlich in Klammern ist, das ist dann eigentlich die Endstufe, Y in Klammern heißt über 300 km/h. So. Wir haben bei dem Fahrzeug 320 km/h eingetragen, das heißt, das passt. Und dann müssen wir nur noch schauen, dass die 100er Tragfähigkeit letzten Endes auch hinhaut, tut es auch bei dem Fahrzeug.
blende euch nochmal eine Liste jetzt ein und da könnt ihr nochmal genau schauen, was der Reifen letzten Endes tragen kann. Gut, die DOT. Wo haben wir dich, du kleine DOT? Hier. So. 15-17 heißt für uns Produktion 15. KW 2017. Dann haben wir hier natürlich noch das E-Prüfzeichen. Das große E im Kreis heißt ECE, das heißt, der Reifen hat eine ECE-Genehmigung. Ohne Genehmigung dürfen Reifen, also unter anderem Reifen, nicht verbaut werden. Ja? Steht in der STVZO drin, gehe ich jetzt aber nicht noch weiter darauf ein. Es gibt halt Bauartgenehmigungen, die sind halt Pflicht, dazu gehören auch Reifen. So, also hat jeder Reifen ein E-Prüfzeichen drauf. Gut, eine Kleinigkeit noch. Der Prüfer schaut sich Folgendes an, wenn ihr andere Reifen verbaut. Dafür schraube ich das Rad eben mal wieder dran. So, so schnell geht das. Also, 246. Wir haben interne Vorgaben. 2 mm müssen wir haben zum Bremssattel. Das heißt, das kann man selbst auch immer vorab nochmal prüfen, ob das so passt. 2 mm zwischen der Speiche und dem Bremssattel. Hier haben wir, dadurch, dass wir einen 6-Kolben-Sattel haben, einen Festsattel verbaut. Bei einem in Anführungsstrichen normalen Sattel, also einen schwimmenden Sattel. Bitte darauf achten, wie weit die Belege abgefahren sind. Ne? Weil es könnte natürlich sein, dass die 2 mm eingehalten werden, wenn ihr hier seid. Und dann fahrt ihr die Bremse runter, der Sattel drückt sich rüber. Also bei nagelneu verbauten Belegen sollte man das halt nochmal mit bedenken. Da haben wir 2 mm. 4 mm feste Teile nach innen, also nach außen wird man ja nie Probleme haben, Radträgergehäuse, ja. Und 6 mm, die weichen Teile sind dann natürlich der elastische Reifen, sind 6 mm nach innen und nach außen, müssen wir Platz haben. Und wenn das eingehalten wird, dann ist eigentlich alles cool. Gut, dann lassen wir das Auto jetzt nochmal ab. Und noch was, wir haben einmal den Geschwindigkeitsindex, die Tragfähigkeit und die Höchstgeschwindigkeit. Ganz wichtig, 100er Reifen, also 100er Tragfähigkeit heißt 800 Kilo mal 2, 1600 Kilo. 1600 Kilo können die beiden Reifen tragen, passt, weil die Vorderachslast von dem Fahrzeug geringer ist im Fahrzeugschein. So. Wir haben aber das Problem, dass die Höchstgeschwindigkeit über 300 ist. Bei 300 km/h haben wir nur noch 85% der ursprünglichen Tragfähigkeit des Reifens. Das heißt, ich kann das mal ganz schnell ausrechnen, 1600 Kilo minus 240 Kilo sind ja dann die 15%, die uns fehlen, sind 1360. 1600 Kilo minus 15% sind 240 Kilo. Liegen wir bei roundabout unter 1400 Kilo. Bei Mathematik immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Na, praktisch. Und das muss dann noch hinhauen. Und wenn wir eine Vorderachslast haben, die auch nur 1 Kilo über 1360 ist, haben wir ein Problem mit der Eintragung. Gut, Radabdeckung ist eigentlich auch noch ein ganz interessantes Thema. Fahrzeuge, die in der EG-Genehmigung auf den Markt gekommen sind oder kommen, brauchen eine Radabdeckung von Radmitte 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten bei Vorder- und Hinterachse. Da muss das komplette Rad abgedeckt sein. Deswegen seht ihr manchmal an der Hinterachse, wir können mal schauen, der hat das jetzt hier nicht. Ganz kleine Lippen, wo sich manche fragen, was soll das? Die kleine Lippe hinten bringt ja überhaupt nichts. Ja? Diese kleine Lippe hilft dem Hersteller,
diese Vorgaben einzuhalten mit den 50 Grad, dass das ganze Rad letzten Endes abgedeckt ist. Bei einer Einzelabnahme können wir nach IG, aber auch nach STVZO eintragen. Das heißt, von Radmitte, also STVZO national, von Radmitte 15 cm oder 150 mm nach oben muss die Lauffläche abgedeckt sein. Wir lassen das Auto jetzt einmal komplett ab und da werdet ihr sehen, dass das hier passt. Ja? Ich arbeite immer ganz gerne mal mit einer Wasserwaage, da habt ihr dann halt schön den Winkel und könnt dann halt schauen, wenn man die an die Felge halt hält, habe ich halt Spiel oder nicht. Und so kann man das selbst immer ganz gut überprüfen. So, dann schauen wir uns das einmal von oben an und dann geht's weiter. Na, wir sind noch gar nicht fertig. So, also Auto ist abgelassen. Und wenn du jetzt mal von hier oben filmst, siehst du, dass die Lauffläche, die 150 mm nach oben, die Lauffläche komplett abgedeckt ist. Und dementsprechend ist alles legal und safe an dem Fahrzeug. Ja, also haben wir jetzt die Räder, die Distanzscheiben, das Gewindefahrwerk. Im nächsten Video gehen wir auf die Abgasanlage und die Downpipes ein von MTM. Werden dann den Koffer auch mal fahren, damit ihr auch mal ein bisschen was zu hören bekommt oder was zu Ohren bekommt letzten Endes. Ich denke, das wird ganz interessant, auch was wir für Messungen halt mal machen können, von 100, 200, von 0 auf 100 und so weiter. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz nett und ja, stay tuned. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.